Herzlich willkommen zurück bei Scum. Ja, also, ich denke mal, 4% haben wir noch in der Nahrung. Das wird hier gleich, das wird eine endliche Geschichte werden. Dieser Run wird gleich vorbei sein. Und ich werde heftig sterben. Ich habe jetzt nochmal eruiert, wo man Nahrung findet in Scum. Und da stand tatsächlich geschrieben, dass es zuhauf davon gibt. In allen möglichen Formen. Ich habe weder ein Tier hier rumlaufen sehen, noch habe ich Beeren, Pilze oder irgendwas anderes gesehen, was man finden kann. Ich finde einfach gar nichts zu essen. Und in den Gebäuden habe ich auch nicht ein einziges Nahrungsmittel gefunden. WTF. Sowas gibt es hier einfach nicht. Also, in dem nächsten Run möchte ich tatsächlich versuchen, ohne erstmal nicht zu den Gebäuden zu laufen. Ja, also, ich glaube, das ist einfach zu gefährlich. Wenn mich einer erwischt, dann bin ich direkt hinüber. Und das ist ein großes Problem. Wir haben jetzt noch 3% und ich finde keine Pilze oder irgendwas in der Form. Büsche mit Beeren. Oder sowas in der Art. Das ist es, das gibt's hier einfach nicht. Ich verhungere, genau. Da steht es geschrieben, links. Hier sind ein. Ich habe auch kein Messer mehr, ne? Fällt mir gerade auf. Ich habe gar kein Messer mehr. Doch, hier steht. Hä? Hier steht auch noch. 3%? 40%? Nee, Messer ist doch hinüber, ne? Okay, was tue ich hier eigentlich? Ich kann das nicht überleben. Ich kann das nicht überleben. Das heißt, wir starten jetzt gleich nochmal wahrscheinlich komplett bei Null. Ich denke nicht, dass ich meine coolen Sachen wiederfinden werde. Was ich sehr, sehr bedauere, denn ohne Scheiß. Ja, ich hab doch ein Messer. Ohne Scheiß. Der Rucksack, ne? Oh mein Gott. Der ist Gold wert. Ich kann normalerweise könnte ich auch Löwenzahn essen. In der wirklichen Welt könnte ich auch Löwenzahn essen. Oder Klee. Hier ist einfach nichts. Ist einfach nichts zu essen. Okay, also das ist das Allerwichtigste, Leute. Bevor wir irgendwas machen, Essen suchen. Das heißt schon, als erstes ein Speer machen. Auf jeden Fall safe, als erstes ein Speer machen. Aber ich finde nichts. Ich finde hier nichts. Ich finde einfach nichts. Und dann Nahrungssuche. Einfach nur Nahrungssuche. Wo bin ich eigentlich, falls ich doch meinen Loot finden möchte? Hier auf der Kreuzung direkt, ne? Direkt hier an so einer Gabelung. Ich versuche mal auf dem Weg zu sterben. Falls ich Glück habe und in die gleiche Gegend komme. Man weiß es ja nicht so genau. Da vorne ist eine kleine Hütte. Das werde ich nicht schaffen. Hier ist einfach nichts. 0%, ich sterbe. Leben ist bei 39%. Und auch wenn ich da hinten jetzt hinlaufe, werden da wieder so eine Arschgeigen sein. Und das war's. Es soll ja hier auch Felder geben und sowas, habe ich gehört. Und auf diesen Feldern gibt es Nahrung. Wo sind denn diese Felder? Ist das hier Mais? Hallo.
Können wir bitte den Mais einmal verteilen? Ich kann den Mais nicht zerteilen, weil dieser Kack-Mais noch nicht fertig ist. Aber hier, der vielleicht. Ne. Was? Habe ich gerade abgebrochen? Habe ich gerade abgebrochen zu essen? Oh, come on. Lass mich doch jetzt hier nicht so im Stich spielen. Bitte gib mir Mais. Come on. Ich hasse dich. Ein Prozent ist zu wenig. Digga, hier sind 1 Million Maiskolben. Und du willst mir sagen, ich finde keine mehr? Ist es das, was du mir sagen möchtest? Oh mein Gott. Okay, wo ist dieser Kack-Mais? Kann ich das essen? Ich hatte eben abgebrochen zu essen. Ich hoffe, das bringt uns ein bisschen was. Oh Gott, bitte. 4%. Stoffwechsel. Ich bekomme ein paar Kalorien. Die Blutung hat gestoppt. Okay, wir machen weiter. Come on, gib mir noch ein bisschen was davon. Hier bleibe ich. Ich werde hier einziehen, auf diesem Feld. Aber sag mal, wie wenig kriegt man denn hier raus? Okay, weiter. Ich esse weiter. Boah, Leute. Okay. Okay, okay, das ist schon mal gut. I think. Okay, ich brauche mehr Mais. Gib mir mehr. Wir suchen das ganze Feld ab. Aber es ist nicht einfach, ne? Also in dem ganzen Feld haben wir jetzt 3 Maiskolben gefunden. Wie wahrscheinlich ist das? Ja, okay, alles klar. Das Spiel möchte mich sterben sehen. Oh. Ich versuche, das ganze Feld auseinanderzunehmen, damit wir erstmal wieder ein paar Kalorien drin haben. Jetzt haben wir das nächste Problem. Wir haben kein Wasser mehr gleich. Dafür müssen wir wieder ins Schneegebiet, um Schnee zu essen. Oh mein Gott. Wir haben Antibiotika, ne? Hätten wir die vielleicht auch nehmen können, aber ich glaube, bei Blutungsschaden bringt das nichts, ne? Da brauchen wir keine Antibiotika.
Ja, damit, warte. Gucke kurz. 190 Kilokalorien. Weiter essen. Yay! Erstmal gucken. Ich habe jetzt erstmal gecheckt, ob das überhaupt gut ist, was ich hier mache mit der Kamera. Ist die auf der richtigen Seite? Soll ich die vielleicht woanders hin machen? Das sollte ich jetzt nochmal prüfen. 25% steigt ein bisschen. Wir haben schön Kohlenhydrate, sogar Fett haben wir bekommen, Proteine, Ballaststoffe, Zucker, da ist eigentlich alles drin, ne? Sieht erstmal ganz gut aus, oder? Magen zu 35% gefüllt. Oh. Wir müssen ja auch so Sachen machen wie Stuhlgang und so, ne? Wenn wir jetzt noch einen Mais finden, dann packen wir den ins Gepäck. In die Hosentasche oder so. Wäre halt cool, so ein Ersatzmais noch. Aber ich glaube, der ist uns jetzt nicht vergönnt. Was ist das hier? Das Kartoffeln? Das sind Kartoffeln, Leute. Moment. Kleines Hüsterchen. Ich will eine Kartoffel. Gib mir eine Kartoffel. Kartoffel ist geil. Kartoffel ist. Also, wenn du Kartoffeln hast, ne, dann hast du komplett ausgesorgt. Jetzt soll ich mal gucken, ob hier irgendwer rumläuft. Aber offensichtlich sind die noch nicht fertig hier, die Dinger. Aber wenn sie nicht fertig wären. Warum ist der Baumwollhoodie ausgegraut? Kann das sein, dass hier alles kaputt ist, alles im Arsch ist und zwar komplett? Und wie kann ich das? Oh Gott, das ist ja alles komplett kaputt. Was wollte ich sagen? Kartoffeln sind das Allerbeste, was man sich vorstellen kann. Beste. Kartoffeln. Wenn du Kartoffeln hast, hast du alles, was du brauchst. Oh, hier, guck mal. Wasser. Ich glaube, das ist keine gute Idee, oder? Jetzt kriege ich bestimmt irgendwie Würmer oder irgend so eine Kacke. Okay, Leute, wir haben 40%. Wir haben. Was ist das da? Hier sind überall noch Kartoffeln. Nein. Scheiß auf das Radio. Wer braucht ein Radio? Diese Dinger hier können wir doch eigentlich, obwohl, wenn Sachen kaputt sind, ne? Dirtiness 100%. Können wir Sachen waschen? Alles waschen. Wir können Sachen waschen. Wie waschen wir Sachen? Der Baumwollhoodie ist kaputt.
Nee, weißt du was? Ich esse jetzt die Kartoffeln noch auf. Wir nehmen das Radio wieder mit. Aber ich glaube, die muss ich kochen. Ich glaube, die muss ich kochen, Leute. Wie wäre es mit einem Feuerchen? Ich lasse das Radio mal hier bei den Kartoffeln stehen. Wie wäre es mit einem Feuerchen? Das wäre halt super gut. Oh Leute, hier haben wir alles, was wir brauchen, ne? Da vorne ist wieder so ein Dicker. Aber was ich viel lieber machen möchte, ist mir eine eigene Bude bauen. Und ich glaube, das ist auch das, was wir jetzt tun werden. Also ich will hier schon noch ein bisschen was erkundschaften. Deswegen möchte ich auch gerne hier bleiben in dieser Richtung. Habe schon wieder Hunger oder immer noch Hunger. Okay, pass auf. Wir machen jetzt vor. Oh, da vorne ist auch noch ein Haus. Wir machen jetzt Folgendes. Ich brauche hier so ein bisschen Übersicht. Und deswegen bauen wir uns hier jetzt ein Haus hin oder so. Also hier so. Guck mal, wir haben Bäume, wir haben Sträucher, wir können uns hier was hinbasteln. Ich würde gern ein eigenes Haus haben, obwohl das gar keinen Sinn macht, ein Haus zu bauen, wenn wir hier irgendwo einziehen können, ne? Aber ich weiß halt auch nicht, was hier so links und rechts rumläuft. Boah, guck mal hier. Hier gibt's ohne Ende Gemüse. Ist eine Möhre. Ich esse die sofort. Okay, wir müssen normalerweise Seeds machen, ne? Damit wir einen eigenen Garten anbauen können. Aber ich denke mal, das können wir auch später noch machen. Stoffwechsel 51%, nice. Oh, Alter, bist du bescheuert? Bist du bescheuert? Was war das denn bitte? Was ist mit dem Spiel? Das ist cursed. Das war der Weihnachtsmann. Oh Gott. Okay, wir haben hier noch irgendwie das Weihnachtsupdate drauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was zum Teufel? Vor allem, warum? Boah, ich guck mal, ich habe wieder 100% Leben und keinen Blutverlust mehr. Das ist so gut. Okay, es ist erstmal schick. Ist erstmal schick. Ist hier jemand drin? Sonst würde ich die kleine Bude jetzt erstmal nehmen. Hier vorne. Das ist doch ganz süß hier, oder? Mit dem kleinen Garten. Vielleicht können wir uns hier so ein bisschen einmauern. Und da vorne ist sogar ein See. Vielleicht können wir sogar fischen. Guck mal, wie gut. Ich hoffe, die Toilette funktioniert. Ich weiß gar nicht, wie man überhaupt auf Toilette geht. So, Leute, warum finde ich hier eigentlich nirgendwo was zu futtern immer? Es ist einfach grauenhaft. Ja, sieht scheiße aus, die Bude. Aber eigentlich möchte ich lieber was Eigenes bauen. Eigentlich möchte ich lieber was Eigenes bauen. Und zwar genauso, wie ich mir das gedacht habe, hier vorne. Hier werden wir uns jetzt was bauen. Guck mal, da vorne ist noch ein kleines Feld, wo wir noch Sachen finden können, Seeds finden können oder sowas. Und wir werden uns hier so mittig. Weg von den ganzen gefährlichen Leuten. Hier so. Hätte ich gerne erstmal ein kleines Lagerfeuer. Ich glaube, wir müssen die Kartoffeln, glaube ich, erstmal kochen. Das ist wichtig. Und deswegen ist es wichtig auch, dass wir ein Lagerfeuer. Ich möchte ein Lagerfeuer haben. Lass gucken. Handwerk.
Building. Nee, Handwerk. Wo war das? Ich habe das gesehen, ich schwöre. Oder war das. Nee, war das beim Building? Das war hier. Guck mal, ich kann das direkt platzieren hier irgendwo. Das mache ich jetzt auch. Platziere mir hier ein Feuer, ein Lagerfeuer. Wie kann ich das bauen? Ich brauche 4 Holz und ich brauche 8 Steine. Okay. So, lass gucken. Ich habe einen Stein, ich habe 2 Steine. Ich habe einmal Papier, einmal Stofffetzen. Ich brauche mehr Steine. Wir bauen jetzt ein Lagerfeuer. Brauche noch mehr Steine. Ich werde das Lagerfeuer wahrscheinlich noch verlieren. Das würde mich auch nicht wundern. Vor allem brauchen wir ja noch Holz. Das holen wir aber aus den Büschen gleich. So, ich brauche mehr Steine. Noch mehr Steine. Wird auch noch dunkel, oder was? Ah, nee, come on, jetzt nicht. Es fängt an zu regnen. Ich hasse alles. So. Aber vielleicht kann ich mir auch erstmal ein Shelter bauen, Leute. Am liebsten möchte ich aber auch noch diese Quest weitermachen, ne? Aber Hose in Fetzen schneiden. Ich habe. Muss ich pinkeln? Wie kann ich pinkeln? Wie kann ich pinkeln? Ich muss gucken. Steuerung. Hocken. C. Kann ich mit, wenn ich mich hinhocke? Darm, Dickdarm, Blase. 100%. Wie kann ich das lernen? Oh no, ich pinkel gleich ein. Wie? Wie kann ich pinkeln? Oh Gott. Das nächste Problem, Leute. Oh, Kacke. Wie geht das? Wie geht das? Und warum, nein, du sollst pinkeln. Nein, lass das. Wo ist mein Lagerfeuer eigentlich? Da vorne. Wie kann ich pinkeln? Toll. Okay. Okay, nee, das muss ich, Leute. Also ich muss jetzt erstmal ganz kurz. Ich muss mal kurz einen Cut setzen. Ich muss wissen, wie man pinkelt. Ich muss wissen, wie man pinkelt. Das steht ja noch nicht mal in der Beschreibung drin. Ne? What the fuck? Scum. Pinkeln. Wie geht das?
Tab-Taste. Haltet, was? Haltet dann die Tab-Taste gedrückt und klickt auf das Toilettensymbol. Was? Tab-Taste. Ah, was haben wir denn hier alles? Befehle, Aktionen, verspotten. Ich muss pinkeln. Ja, ansonsten so. Ich glaube, Wetter ist ganz gut. Wir haben echt Glück mit dem Wetter, muss ich sagen. Ich hoffe, es regnet nicht so lange, bis wir ein Dach über dem Kopf haben. So, mir geht's wieder gut. Perfekt. Okay. So, wir werden jetzt mal hier vorne bei den Büschen noch ein paar Holzdinger holen, glaube ich. Wir brauchen noch Holzscheite. Wir brauchen Holzscheite. Wo sind die Holz da? Holzscheite? Ja, ganz toll. Wo ist mein Dings da? Sind ja nur vier, die wir brauchen. Gar kein Problem. Easy. Wo ist das jetzt? Oh, wie schön ich die auch wiederfinde, ne? Wie schön ich die auch wiederfinde. Wo ist mein Lagerfeuer jetzt schon wieder? Oh no. Hier. Wo war ich jetzt? Ich habe das doch hier gerade. Ach, hier war das. Moment. Wenn es so weitergeht, habe ich gleich wieder Hunger. Zwei. Guck mal, wie süß das auch da vorne mit dem See ist, ne? Voll schön. Hier will ich doch leben, oder was? Hier machen wir uns eine schöne Bude. Und wenn wir eine Bude haben, werde ich vielleicht auch noch mal die Quest weitermachen. Aber erstmal lasse ich sie. So, einer noch? Ah, hallo? Hier. So, auf jeden Fall haben wir hier noch ein paar Stöcke, das ist auch gut. So, was brauchen wir dafür jetzt noch? Feuer anzünden. Ah, cool. Was kann ich da jetzt machen? Kann ich aus der Kartoffel... die Hände nehmen. Kann ich da eine Kartoffel reinschmeißen? Popcorn, Reis, gekochtes Gemüse. Och, Menno. Okay, das habe ich wahrscheinlich gedacht, das geht einfacher, aber offensichtlich nicht. Ich habe jetzt wirklich gedacht, dass ich ganz simpel hier jetzt ein paar Kartoffeln machen kann, ne? Kann ich die denn so... Aber wenn ich jetzt rohe Kartoffeln esse, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Hier Kartoffel, Fleisch. Vor allem Beerensteak. Na klar. Würste können wir machen. Ja, okay, cool. Dann haben wir jetzt ein Lagerfeuer gemacht, mit dem ich nichts anfangen kann. Ich esse jetzt diese Kartoffel. Dachte ich zumindest. So, ich esse jetzt diese Kartoffel und gucke mal, was passiert, okay? Bevor die vergammelt.
Keine Ahnung. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. I don't know. Ich würde auch furchtbar gerne die Klamotten mal waschen und so. Oder reparieren. Krieg davon Durchfall. Also offensichtlich kann ich die einfach essen. Okay. Jetzt wird es auch noch dunkel. Oh nein. Okay, Leute. Wir müssen Dinge tun. Das bedeutet, also ich weiß ja nicht, wir können doch hier bestimmt so ein Shelter bauen, ne? Bevor ich jetzt hier eine fette Bude baue, kann man doch hier bestimmt auch ein Shelter bauen. Sowas gab es doch hier auch. Irgendwo. So, hier sind unsere ganzen Werkzeuge. Steinaxt und so brauchen wir auf jeden Fall auch. Ein Shelter hätte ich gerne. Aber hier sind nur die Rucksäcke und sowas. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Das letzte Mal, als ich... Oh, guck mal. Toll, ein Weihnachtsgeschenk. Das letzte Mal, als ich hier reingeguckt habe, oder das vorletzte Mal, also vor dem angespielt, konnte man ein Shelter bauen. Aber offensichtlich gibt es das jetzt nicht mehr. Wo ist das hier? Eine Schubkarre? Hölzerner Wachturm. Hier. Stacheldraht. Nee, das ist es nicht. Ein Zelt. Aber da brauche ich richtig viel Stuff. Ach du Scheiße. So ein Zelt ist ja richtig teuer. Ja, das ist jetzt nicht so cool. Also, hierfür brauchen wir ein Baumrindenseil, ein Steinmesser, 4 Holzstämme und 5 kleine Holzstöcke. Für dieses Ding. Alleine nur, um das hinzustellen. Das ist völlig insane. Okay, was können wir uns noch bauen? Wir bräuchten etwas, um die Nacht zu überstehen. Wie kann man das machen? Wie kann man hier die Nacht überschlafen? Können wir einen Schlafsack bauen? Geht das? Geht ein Schlafsack? Gegenstände? Es müsste ja sowas geben wie einen Schlafsack. Theoretisch. Ja, ein Paddel. Paddel ist auf jeden Fall super wichtig. Was ist hier mit Basic? Hier können wir Boots bauen. Okay. Hier können wir uns ein paar Klamotten machen. Ein Kompass. Es gibt also keine Schlafsäcke. Sehe ich das richtig? Wassersammler wäre, glaube ich, auch wichtig, ne? Hier kann man sich aus Rack irgendwie so ein bisschen provisorisches Zeug bauen. Okay, also es gibt keinen Schlafsack. Sehe ich das? Ist das korrekt? Das bedeutet, ich muss doch irgendwie in so eine Bude. Zählt auch noch an zu gehen. Oh Gott! Was? Jetzt geht bestimmt das Lagerfeuer sowieso aus. Oh mein Gott. Aber guck mal, ich habe 100% Wasser jetzt. Wir haben hier einen Fluss, by the way, was sehr gut ist. Haben wir hier vielleicht irgendwo ein Bettchen? Ich habe ein bisschen Angst davor. Auf Leute zu treffen.
Wie kann man denn hier die Nacht überstehen? Was ist das? Nägel. Ich habe keinen Platz für Nägel, leider. Doch, habe ich. Dadurch, dass alles kaputt ist, kann ich hier irgendwie nicht. Weißt du? Kann ich hier bleiben? Also es wäre wirklich sehr, sehr cool. Ich finde echt nicht zu essen. Nirgendwo. Wir können hier pausieren. Hier können wir noch mal ein bisschen gucken so. Brennt das Lagerfeuer noch? Ich wüsste gar nicht mehr, wo es ist. Ich würde es gar nicht mehr wiederfinden, ehrlich gesagt. Oh, okay. Oh, ich mich gerade erschrocken. Oh, das Bild, Leute. Okay, hier bleiben wir jetzt erstmal. Also ich finde hier kaum Sachen. Aspirin ist cool. Aspirin ist cool. So, ich glaube, Schmerzen haben wir aktuell auch nicht. So, dann würde ich sagen, wir bleiben jetzt erstmal hier bis zur nächsten Folge. Dann versuche ich mal irgendwie zu pausieren. Ich habe keine Ahnung, ob man da auch die Nacht irgendwie überstehen kann oder überspringen kann. Das wäre natürlich super, super cool. So, die beiden Häuser sind auf jeden Fall schon mal clean. Ich befürchte, dass hier was drin ist. Ich würde gerne die ganze Bude einmal, also den ganzen Ort einmal clearen und den für uns einnehmen. Also es wird unser Ort werden, unsere Häuser. Das würde ich sehr, sehr cool finden. Aber wir brauchen auf jeden Fall, ich hoffe, dass wir Waffen finden werden, dass wir uns besser verteidigen können. Im Notfall könnten wir was noch bauen. Wir haben jetzt einen improvisierten Holzspeer. Ich glaube aber, dass ein Steinspeer um einiges besser wäre. Haben wir jetzt den Holzspeer oder? Nee, wir hatten doch einen Steinspeer, oder nicht? Wir haben einen improvisierten Holzspeer. Aber wollte ich nicht lieber einen Steinspeer haben? Lass mal kurz gucken. Metallspeer wäre natürlich noch viel, viel geiler. Dildospeer. Hä, was? Holzkeule wäre auch nice. Nagelbesetzte Keule wäre auch richtig, richtig nice. Also ich kann eine Holzkeule bauen. Aus einem improvisierten Beil und einem Holzbrett. Holzbrett. Ein Bündel. Was? Wie kriegen wir denn aus. Achso, das ist ein Bündel. Wie kann man denn ein Holzbrett machen? Es gibt so viele Fragen und ich habe gar keine Antworten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie kann ich Kartoffeln kochen? Ist das wirklich alles so kompliziert? Was ist hier los? Ich glaube, die Stofffetzen kann man zu einem Bündel machen, damit man mehr Platz hat, ne? Für den leichteren Transport. Das mache ich mal eben. Und dann beende ich diese Folge. Bedanke mich hier recht herzlich fürs Zuschauen. Vergesst bitte das Abo nicht und den Daumen hoch und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.